Rund 600 Schülerinnen wurden im Rahmen des Projekts Mädchen am Ball der Fußballsportzeit-Projektstart im Dezember 2017 bereits näher gebracht. Im Rahmen der Pressekonferenz präsentierten ASGE-Präsident Christian Illetic und ÖFB-Frauennationalmannschaft Teamchef Dominik Thalhammer die bisherigen Erfolge und künftigen Schritte der Initiative und stellten zwei der insgesamt drei Frauennationalteamspielerinnen aus dem Burgenland, Stefanie Schneeberger U19 und Sophie Grafel U17, vor. Die Mädchen der Fußballnachwuchsmannschaft Rassburg präsentierten unter der Leitung von Trainer und Bewegungscoach Thomas Mandl ihr Erlerntes. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz. Und ich darf recht herzlich natürlich Sie alle begrüßen, aber speziell natürlich den Teamchef der Frauen, des Frauennationalteams, Dominik Thalhammer, der zum zweiten Mal hier in Straßburg auf der Sportanlage, aber bei diesem Projekt, wenn es um wirklich Mädchen am Ball oder Mädchenfußball für die Zukunft, in die Zukunft gerichtet geht, das erste Mal. Herzlich willkommen. Natürlich und die zwei Nachwuchsteamspielerinnen hier aus der unmittelbaren Umgebung von Straßburg, die darf ich natürlich auch jetzt herzlich begrüßen und willkommen heißen. Kurz zur Geschichte, was hat sich entwickelt, seit wir dieses Projekt gestartet haben gemeinsam und wer ist verantwortlich? Also das Projekt heißt, nur zur Erinnerung, Genderfußball. So heißt dieses Projekt, eine gemeinsame Initiative der Dachverbände 100% Sport und des ÖFB, und so wurde es eben auch eingereicht und eingebettet in die Initiative der täglichen Bewegungs- und Sportstunde und als Sonderprojekt eigentlich hier bis zum August dieses Jahres genehmigt. Am 27.11. haben wir dieses Projekt vorgestellt und die ASGE hat als Projektträger die Verantwortung übertragen, erhalten, dieses Projekt jetzt einmal zu starten und dann im Burgenland, aber so weit wie möglich über die Volksschulen auszurollen. Zielgruppe Mädchen zwischen 7 und 10 Jahren, und das war die Aufgabenstellung an uns und speziell natürlich an die Projektleiterin mit den vor Ort tätigen Bewegungscoaches in den Volksschulen. Das sind dann gemischte Teams, also Männer und Frauen, die in den Volksschulen tätig sind. Und wie gesagt, wir haben gestartet, eigentlich zu Beginn dieses Jahres konkret in die Umsetzung, nachdem es im November eben den Kickoff gegeben hat. Und was soll das Ziel sein? Das Ziel soll sein, natürlich diesen Mädchen hier Fußball näher zu bringen, das Interesse für Fußball zu wecken, und ich denke, es ist aus mehrerlei Hinsicht eine sehr gute Initiative. Zum einen natürlich will man den Schwung, den die Damen-Nationalmannschaft mit dem tollen dritten Platz natürlich und mit auch der medialen stärkeren und starken Berichterstattung ausgelöst hat, doch nutzen, um hier doch jetzt auch Mädchen-, Frauenfußball mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und zum anderen ist das Angebot für Mädchen eigentlich in den ländlichen Regionen speziell ein sehr geringes. Und wir können es jetzt schon, das trauen wir schon laut zu sagen, bestätigen, dass das Interesse für Mädchenfußball sehr groß ist. Bis jetzt sind es 600 Mädchen, die eigentlich mitgemacht haben bei dieser Initiative. Und wir haben sehr viele Schulen schon kontaktieren können, also in 16 burgenländischen Schulen, 87 Schulklassen und wie gesagt 500 Mädchen, denen dieses Projekt vorgestellt wurde. Und die Gemeinden werden ihnen dann übermittelt. Also hauptsächlich geht es jetzt um die Gemeinden, die sich in den Bezirken Mattersburg und Eisenstadt befinden, die wir schon kontaktieren konnten und wo eben auch schon nicht nur Vorstellungen, sondern auch regelmäßige Trainings. Und das ist das Entscheidende, wir gehen eigentlich schon jetzt in das Echtprogramm schon langsam über,
stattfinden. Wir haben Schnuppertrainings durchgeführt, also in der Volksschule Straßburg, und es gibt Schwerpunktschulen und Schwerpunktvereine, das ist Straßburg, wo eben auch eine Trainerin schon vor Ort tätig ist, die Julia Schmidt und der Mandl und Stifter, und auch in Neufeld, wo die Anna selbst Trainerin ist, auch mit zwei Herren, mit dem Herrn Berger und der Frau Unterstädter unterstützend. Und in Straßburg sind 30 Mädchen schon regelmäßig beim Training, in Neufeld sind es 14. Und jetzt geht es auch dann weiter in die nächsten also Schwerpunkt- und Stützpunkt-Trainingseinheiten in andere Gemeinden dieser zwei Bezirke, wo eben dieses Projekt dann konkret vorgestellt wird. Und hier gibt es jetzt mit den Mädchen aus den gesamten Schulen, aus der Umgebung, am Feiertag das erste Turnier, das stattfinden wird. Und hier können sich aber alle, es ist keine Vereinsorganisation noch dahinter, keine Mannschaftsorganisation, sondern das wird eigentlich sehr spontan dann umgesetzt und gemacht. Die Mädchen können sich formlos anmelden und können eben dann sagen, okay, wir spielen bei diesem Turnier mit. Und so soll eben der Start gemacht werden, wie man sich das eben in der Umsetzung dann auch vorstellt. Also wie gesagt, wir haben schon jetzt das Echtprogramm bei zwei Stützpunktvereinen, Glasburg und Neufeld. Und hier wird schon versucht, dann in weiterer Folge auch mit Damenmannschaften eben auch wirklich Ziel muss sein, Meisterschaften dann schon zu organisieren und zu spielen. Also ich denke, das Projekt ist hervorragend angelaufen, wird in hohem Maße akzeptiert, nicht nur natürlich von den Mädchen, sondern auch, und das ist ja wichtig, auch von den Pädagogen, aber auch natürlich von den Eltern. Und hier gibt es, glaube ich, gerade eine sehr große Community, die sagt, ja, dieses Projekt soll und muss weitergehen. Das werden dann die nächsten Schritte sein von uns Verantwortlichen im Gesamten, wo man dann über das Sportministerium gemeinsam mit dem ÖFB vorstellig werden wird, um eben zu sagen, ja, dieses Projekt ist eben so gut angelaufen, dass eine Ausrollung und eine Fortsetzung, so war ja das Ziel, so wie insgesamt bei der täglichen Bewegungs- und Sportstunde im Burgenland starten, dann ausrollen auf ganz Österreich, hier eine Umsetzung erfahren wird. Und das hoffe ich auch. Und wir haben deshalb nicht nur den Chef der Damen-Nationalmannschaft, sondern es ist ja auch wichtig, hier Trainer gleichzeitig auch mit ins Boot zu holen, sondern auch den Chef der Trainerausbildung hier bei uns vor Ort, weil auch hier natürlich dann auch, wenn es um die Ausbildung von Trainerinnen geht, sicherlich auch ein wenig etwas mit parallel passieren muss. Und die zwei jungen Damen stellen eben schon auch stellvertretend für vielleicht zukünftige. Und sie sollen natürlich auch Anreiz geben für die jungen Mädchen, dass es bei ihnen vielleicht ein wenig schwieriger vonstatten gegangen, aber doch möglich ist, auch aus dem Burgenland heraus es in Nationalmannschaften zu schaffen. Sie sind ja zwei von drei, einer ist heute nicht dabei, die es in den Nachwuchsnationalmannschaften schon geschafft haben. Also das Ziel, auch bei Vereinen zu spielen, die dann in höheren Spielklassen schon agieren, ist zweifelsohne mit viel Talent, aber noch mehr Einsatz möglich und mit Unterstützung. Und die Unterstützung wollen wir eben mit solchen Projekten auch in der Breite hier eben geben. Und das, glaube ich, ist unser gemeinsames Ziel. Bitte. Ja, also muss ich nicht, das hört mich eh so auch. Ja. Wahrscheinlich. Okay, vielen Dank für die Einladung. Nachdem ich ja auch burgenländische Wurzeln habe, freut mich, dass ich da sein darf, auch zum zweiten Mal. Ich war bei einem Länderspiel auch schon hier. Ja. Ich muss sagen, die letzte Europameisterschaft der Frauen hat ja gezeigt, dass Fußball jetzt nicht nur eine Männerdomäne ist, sondern auch ein Frauensport ist. Und ich glaube, dafür kämpfen wir in den letzten Jahren schon sehr, 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 sehr stark. Und ich denke, ein Meilenstein im österreichischen Frauenfußball war auch die Installierung des Nationalen Zentrums für Frauenfußball 2011. Und da hat der ÖFB begonnen, von der Spitze herunter zu versuchen, den Frauenfußball auf ein höheres Niveau zu bringen. Und jetzt haben wir doch in den letzten Jahren auch erkannt, dass einfach die
die Anzahl der fußballspielenden Mädchen einfach zu gering ist und dass wir doch gegenüber anderen Nationen auch einen klaren Wettbewerbsnachteil haben. Und deswegen ist es natürlich für uns und denke für den ÖFB und Landesverbände, glaube ich, ein unglaublich wichtiges Anliegen, einfach die Anzahl der spielenden Mädchen einfach zu erhöhen. Und wie ich von diesem Projekt erfahren habe, war ich aber auch wirklich sehr, sehr, sehr begeistert und angetan, weil dieses Projekt einfach genau dort ansetzt, wo wir große Schwächen haben. Und es geht wirklich darum, grundsätzlich einmal, denke ich, an die Schulen zu gehen und dort den Frauenfußball in einer positiven Art und Weise darzustellen, Mädchen dazu zu bewegen, zum Frauenfußball zu kommen oder sich überhaupt dafür zu interessieren. Und ich denke, dafür ist dieses Projekt einfach hervorragend geeignet und nicht nur dafür, sondern in der zweiten Linie auch dafür, dann den Connex zu den Vereinen auch zu schaffen, Mädchen nicht nur zu begeistern an den Schulen, sondern einfach dann auch diese Brücke einfach zu den Vereinen auch letztendlich zu schaffen. Und deswegen bin ich voll überzeugt von diesem Projekt, glaube ich, dass uns das weit nach vorbringen kann und das ist, glaube ich, nachdem jetzt wirklich hier und Gratulation Christian Iletitz und Anna Patzius, wie ihr das einfach hier im Burgenland einfach umgesetzt habt und wie das einfach hier angelaufen ist. Ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass es hier im Burgenland auch weitergeführt wird, sondern dass wir es wirklich schaffen, auf ganz Österreich auszudehnen, weil wirklich der Grundgedanke einfach ein hervorragender ist und ich denke, es wäre wirklich eine ganz tolle Sache, das schaffen zu können und das muss eigentlich so unser ganz großes Ziel sein. Also ich bin begeistert davon und ich hoffe, es geht in der Form und in einer ausgedehnten Form auch noch weiter. Anna, sag uns was. Also brauchen wir es doch. Okay. Ja, also ich persönlich muss sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diese Chance ergriffen habe, als sie mir als sie mir gegeben wurde, dass ich, obwohl es sehr spontan war, zugesagt habe und dieses Projekt angenommen habe, weil es ist wirklich spannend und zu sehen, dass diese Begeisterung da ist bei den Mädchen, ist unglaublich, wenn man selber aus dem Mädchen- und Frauenfußball kommt und da selber. So breit gestreut eigentlich da ist. Das ist wirklich super und sehr spannend auch, dieses Projekt eben durchführen zu können und vor allem mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, die engagiert sind und sich die Zeit nehmen und auch bereit sind, eben sich den Mädchen anzunehmen und da was weiterzubringen und ein bisschen in die Zukunft zu schauen auch und zu sagen, in der Zukunft wird es notwendig sein, dass man diese gewisse Breite in Österreich hat, auch an Mädchen, die Fußball spielen, um eben eine Spitze dann bilden zu können. Und ich denke, deswegen allein ist es schon wichtig, dass man das weiterführt auf jeden Fall. Und ich bin mir auch sicher, dass es genug Mädchen gibt oder Frauen gibt, die den Mädchen diese Begeisterung auch vermitteln können. Und ich hoffe, dass die dann auch gefunden werden, um dieses Projekt ausweiten zu können, ausrollen zu können und ja, auf jeden Fall weiterzuführen. Also ich spiele beim SKV Altenmarkt in der Frauenbundesliga und wir trainieren wirklich sehr hart für die Matches und also ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich bin im Nationalen Zentrum, ich trainiere nur freitags beim Heimverein und halt in den, wenn ich frei habe, komme ich immer zum Training oder in den Sommerferien, kommt es drauf an, 3 bis 4 Mal. Mein Bruder, also hat mich immer am Fußballplatz mitgenommen und hat gesagt, ja, spiel mal ein bisschen. Und ich habe dann zur Mama gesagt, Mama, ich will unbedingt spielen, mir gefällt's. Dann habe ich angefangen mit 3, 4 Jahren. Habe ich dann angefangen. Ich spiele Sturm bzw. Flügel. Ich spiele Verteidigung oder Mittelfeld.
Ja, auch durch die Familie. Auch halt die Familie, weil wir halt oft auch draußen im Garten zusammen Fußball gespielt haben und dann hat es Spaß gemacht und dann. Ja, ich trainiere auch im Zentrum halt und da trainieren wir halt 6 bis 7 Mal in der Woche und am Wochenende spiele ich dann beim Verein, bei Schwarzenbach.